Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Im letzten Part habe ich eine Maske besorgt. Wie heißt sie nochmal? Die Maske des Wissens habe ich besorgt. Ja, und es wird jetzt Zeit, dass ich endlich mal wieder nach einer halben Ewigkeit wieder Zelda zocke. Ich habe beim besten Willen keine Ahnung, wie lang ich dieses Spiel nicht mehr gespielt habe. Es könnte ein halbes Jahr her sein. Na, es ist länger her. Ich glaube, das ist länger als ein halbes Jahr her, dass ich es gespielt habe. Ich habe auch eine relativ lange Pause gehabt bei Zelda. Ich habe ja ein bisschen was noch auf Reserve gehabt. Ja, aber... Naja, lange Zeit nicht mehr gespielt. Ich habe keine Ahnung, ob ich es überhaupt noch kann, ob ich überhaupt noch irgendwas über das Spiel weiß. Höchstwahrscheinlich nicht. Ich muss schon nachschauen, wie die Kantate des Lichts geht. Ich habe keine Ahnung mehr von irgendwas. Das wird lustig. Das sage ich euch, das wird lustig. Naja. Als erwachsener Link, ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, was ich noch irgendwie erledigen könnte. Aus diesem Grund renne ich, habe ich das Auge der Wahrheit. Ja, habe ich. Hui, jetzt hätte ich eigentlich gespoilert, wenn ich es nicht hätte. Hey, der Witzka. Da, mach du nicht sowas, Spike. Naja, ich habe das Auge der Wahrheit. Das bedeutet, ich werde mal einen weiteren Tempel aufsuchen. Die Frage ist, welchen? Welchen Tempel habe ich denn bis jetzt alles? Ich glaube, den Waldtempel müsste ich haben. Jawohl, das bekommt man ja, sobald man erwachsen wird. Und das ist Wald. Das bedeutet, ich habe den Rest noch nicht gemacht. Was mache ich denn als nächstes? Kämpfen wir einfach mal gegen Zombies. Einfach, dass wir hier mal wieder ein bisschen reinkommen. Wie... Okay, mit R Schild. Okay, mit L ist anvisieren. Alles klar. Halt, ein bisschen Magie könnte ich gebrauchen. Alles klar. Ja, ich möchte jetzt gleich mal in Richtung Tempel. Ich hoffe, ich kann überhaupt schon in diesen Tempel. Ich habe keine Ahnung. Oh, Epona, hi. Was machst du denn hier? Was machst du denn hier? So, mal sehen, ob ich es noch kann, das Reiten. Leck mich am Arsch, ist das lang her. Naja. So, und hier sind wir schon am Ziel. Weiter will ich gar nicht. Ich will nämlich nach Kakariko. Kaka gesagt. So. Okay. Hier in Kakariko angekommen. Will ich gleich zum nächsten Tempel. Ich weiß nicht mal, welcher Tempel das ist. Ich habe keine Ahnung. Ich habe eine Vermutung, welcher es sein könnte. Aber ich will ja nicht spoilern. Und deswegen sage ich nicht, wie der heißt. Deswegen. Ich weiß es nicht. Und ich hoffe mal, dass es nicht der ist, den ich meine, denn das wäre scheiße. Dann würde ich nämlich das Spiel gleich mit einem brutalst nervigen und meiner Meinung nach ziemlich schweren Tempel beginnen. Und das wäre, ehrlich gesagt, ziemlich kacke. Hä? Und wie? Geh du mal weg, du nervig. Ach komm schon. Ja, komm zu Papa. Komm zu Papa. Komm zu Papa. Und tschüss. Gut. Was willst du, Navi? Ja, diese Wolken über dem Todesberg. Die verheißen nichts Gutes. Okay, ich kann da anscheinend noch nicht hin. Denn da ist ja der Tempel. Aber da ich da anscheinend noch nicht hin kann, ja, gehe ich da noch nicht hin. Oder so. Oder war das so, dass man da am Abend erst hin musste? Jetzt muss ich erstmal schauen, wie diese Tag-Nacht-Musik ging. Dass ich Tag zu Nacht mache. Hymne der Sonne! Rechts runter, hoch, rechts runter, hoch. Okay. Rechts runter.
Ging die so? Ich weiß es doch nicht mehr. Ja, Hymne der Sonne, okay. Ah. Dunkel. Okay. Hat sich aber irgendwie auch nichts geändert. Es sei denn... merkt man zufälligerweise irgendwie, dass ich das Spiel lange nicht mehr gespielt habe? Ich hoffe nicht. Scheiße, mein ganzes Wissen ist wieder weg. Ich hatte ein so schönes Wissen, wo ich das Let's Play angefangen habe. Und jetzt sowas. Boris. Totengräbers Tagebuch. Ja, wer immer das liest, dem gebe ich einen langen, kurzen Schatz. Ich... Was deinen was? Ja, der Enterhaken ist ja das. Der Enterhaken ist ja der Schatz von dir. Den habe ich ja schon. Und da habe ich auch schon das Ding geholt. Achso, da ist die Tür. Und da habe ich auch schon das Herzteil geholt. Das war die Hölle. Das war die Hölle, sage ich euch. Okay. Anscheinend kann ich hier nur nichts machen. Kein Problem. Dann gehen wir zuerst in meinen Lieblingsdungeon. Überhaupt gar kein Problem. So. Mein Lieblingsdungeon befindet sich auf dem Todesberg. Da rennen wir jetzt einfach mal hoch. Es ist ein sehr, sehr schöner Dungeon, sage ich euch. Ein sehr schöner Dungeon. Mal wieder komplex, ja. Aber irgendwie, ich mag ihn. Ich mag ihn. Ich mag ihn sehr. So. Jetzt gehen wir hier einfach den ganzen... Ach du Scheiße. Ausweichen. Jetzt müssen wir den ganzen Weg hier nämlich hoch. Ach du Scheiße. Den ganzen Weg hoch. Lauter Goronen hier unterwegs. Die haben noch nie irgendwas von rechts vor links gehört. Hab ich, wo es mir gerade einfällt. Hab ich nicht. Wo bekomme ich das? Weiß ich nicht. Ich hoffe mal hier. Ja, den wollte ich jetzt einfach schmeißen, weil ich's kann. So, was steht da? Hat hier jemand etwas weggenommen? Ich höre... eine Skulptur. Ich habe eine Vermutung, wo sie sein könnte. Ha! Also doch. Wie mache ich dich kaputt? Gehen wir mal... Nein! Ich habe schon eine Idee, wie ich sie besiegen könnte. So ist es nicht. Ja, ihr müsst es mir bitte verzeihen, dass ich ein bisschen umherschauen muss. Reicht dafür mein Enterhaken? Kann ich da hoch? Ja, sehr schön. Ich hoffe, dafür reicht mein Enterhaken. Sieht nicht danach aus. Nein! Ah, so, okay. Gut, dann gehen wir hier einfach den Weg wieder hoch. Ich hab nämlich schon eine andere Idee, wie ich mir diese Skulptula holen werde. So, dafür müssen hier diese Felsen weg. Ja, ich soll sie vielleicht auch ausrüsten. Gottes Willen! Schlimm! Ganz schlimm! Das kann noch lustig werden. Wo ist die Skulptula? Da vorne.
So, ich muss jetzt für meinen Plan auf diesem dünnen Seil. Schön langsam. Schön langsam. Reicht es? Nein, es reicht nicht. Wieder schön langsam. Schön langsam. So, das sollte reichen. Und es reicht. Gib her. Es geht doch. Bisschen Action noch hier. Wunderbar. Stehst auf einem weichen Teppich, den nur Dorynias Gäste betreten dürfen. Okay. Ich habe schon eine Idee. Wo ist es denn? Da, Salias Lied. Runter rechts links, runter rechts links. Maybe. Nein, ich möchte nicht mit Salia reden. Nein, ja, mit dir vor allem nicht. Okay. Dann spielen wir mal das Wiegenlied. Ja, das war natürlich das Wiegenlied. Ja, das ist das Wiegenlied, oder? Klingt danach, ja. Hey! Und das ist auch falsch. Verdammte Hühnerscheiße, was ist denn das für ein Kack hier? Mann! Du, geh mal hoch. Oh, es geht gar nicht. Okay. Verdammte Scheiße! Hilfe! Mann, ich mag zu meiner Mama. Das hilft ja auch nichts. Was soll ich tun? Ich weiß es nicht. Ich bin verzweifelt. Menno. Ich hätte nicht so lange nicht Zelda spielen sollen. Aber okay. Mein Ideenreichtum ist natürlich noch nicht erloschen. Ich habe selbstverständlich noch eine Idee. Und zwar möchte ich jetzt den Todesberg erklimmen. Ich habe schon wieder eine weitere Idee. Dennoch, ich bin ganz leicht... Oh, hallo. Möchtest du mal bitte kaputt gehen? Oh, eine Kiste. Sehr schön, diese Kiste möchte ich öffnen. Rubine! Kann ich so oder so gebrauchen. Okay, nicht runterfallen, Link. Ach, du kannst hier nicht hochklettern. Du bist ja so ein Behinderter, stimmt ja. Hatte ich ganz vergessen. Deine Behinderung, ja. Ihr müsst ja bedenken, Link ist ja zu 95% behindert. Aus diesem Grund macht er auch immer diese komischen Geräusche. Deswegen macht er diese Geräusche immer, weil er zu 95% behindert ist. Das ist halt seine Behinderung. Man macht sich nicht über Behinderte lustig. Also lacht nicht über Link. So. Runterfallende Steine machen es auch nicht besser. Dadurch wird er nur noch behinderter. Okay. Wir wollen jetzt hier diesen Feenbogen ausrüsten. So, ich hoffe mal, ich kann's noch. Jawohl! Und da sehe ich doch auch was. Jawoll! Und da sehe ich auch was. Jawoll! Aber da sehe ich auch was. Hm. Naja, du sollst einfach mal so bleiben. Akku ist schon runtergesprungen, passt. Ist schon runtergesprungen, passt. So, ich will jetzt einfach hier hochklettern. Denn diese Wolken sehen nicht gerade gesund aus.
So. Links, rechts, links, rechts. Ich glaube, du warst eine Feenquelle, wenn ich mich irre, oder? Ja, eine Feenquelle. Habe ich denn einen Feen? Was ist denn das da unten? Fee? Ach, ein blaues. Ich habe blaues Feuer. Aha. Nein, halt, nein. Blaues Feuer ist böse. Nein, 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 nein. Blaues Feuer macht Weg zu bösem Tempel. Bösen, bösen Tempel. Ja, ich weiß, dass wir hier nicht lange bleiben können, du pädophiles irgendwas. Ja, Wie mache ich das jetzt am besten? Wenn ich das jetzt wüsste. Wo komme ich hin, wenn ich da rein springe? Ein Fisch. Irgendwas, wo ich schon war. Also hier war ich schon. Mann, 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 Mann. Das ist der Weg wieder nach oben. Gerade will ich da aber noch nicht hin. So. Ich muss sagen, ich habe diese Kamera von diesem Spiel gar nicht vermisst. Wie komme ich jetzt darüber? Zum Geier, wie komme ich jetzt da? Oh, Leute! Kotzt mich halt an! Mann! Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Ich will darüber. Frage, wie komme ich darüber? Tja. Okay. Einfach nochmal umschauen. Ich finde da schon was. Ich finde da schon was. Cool bleiben. Vor allem mit der Hitze. Der war schon wieder lustig. Ja, ich geb's zu. Ja, der war total lustig. Oh ja. So. So, Link, du kleine Bitch. Aha. 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 Na toll. Aber rede mit mir. Bringst du mir was? Lesen. Rede mit mir. Es ist 15.57 Uhr. Gleich beginnt die Nachrichten. Ich pack's nicht. Oh, ich pack diesen ganzen psychischen Druck nicht. Ich will doch nur da unten hin. Hier, da unten, wo dieses Triforce ist. Da will ich doch nur hin. Mehr will ich doch gar nicht. Vielleicht noch ein Schnitzel. Ein bisschen Ketchup vielleicht noch dazu, aber mehr will ich doch gar nicht. Naja, vielleicht noch ein Eistee. Tja. Hey, hey, hey. Ich hab schon eine. Ich hab eine andere Idee, was ich machen könnte. Ich weiß nicht, ob ich das schon gemacht habe. Das ist halt das andere. Was? Nur noch wählen zum Grad. Achtung, extreme Hitze. Hallo! Du bist doch Piccoron, oder? Mein Bruder, er hat einen neuen Laden. Es ist Metigorons Waffengeschäft. Er ist gut, aber ich schmiede bessere Klingen. Die hylianischen Zimmerleute wissen meine Arbeit zu schätzen, glaub mir. Aha. Aha. Und jetzt? Schön, dass du mir das gesagt hast. Schön, dass ich nicht mehr weiterkomme. Schön, dass der Part vorbei ist. Ich habe noch eine
einzige Idee, was ich machen könnte. Ich weiß nicht, ob ich schon gemacht habe, aber in Goronia rollt so ein Gorone rum. Und den will ich jetzt stoppen. Und das mache ich im nächsten Part. Also gut, Leute, das war dann mein letztes relativ verkorkster Part. Tut mir leid dafür. Von Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.